irgendwas übersehe ich hier. Und ich konnte immer noch nicht speichern. Das Abenteuer. Ich weiß nicht, wo er sein könnte. Ich kann ja wahrscheinlich noch mal 500 Mal vorbeilaufen und mit alles interagieren, was es hier gibt. Aber ich glaube, es wird nichts helfen. Also gut, können wir jetzt zum Schiff zurückkehren? Ja, endlich. Ich dachte schon, ich würde hier versterben. Aber hier ist doch nichts. Hier kann ich nichts umbringen. Ein Ogi. Der Zeitstein. Wo könnte der sein? Gibt's eine Karte? Da gibt's nicht. Ich habe gerade eine vollkommene Steuerung rausgefunden. Hier bist du rum. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Okay. Zeitstein. Thank you.
Pyramide des Propheten, ne? Der große Zerstörer wird euch alle zerstrafen. Nee. Womit habe ich solche Nichtsnutzen nur verdient? Nee. Nun? Will denn niemand das hier für mich öffnen? Wir haben jemanden rufen lassen, ehrenwerter Prophet. Nee. Ihr wagt es, mich hier schmachten zu lassen? Na endlich! Ich sollte diesen Mechanismus schnellst überarbeiten. Aber er ist die sicherste Methode, meinen kostbaren, ach so kostbaren Zeitstein zu schützen. Der ist wieder Krankfried, nur dass der nur so ein E-Tick hat. Und der Krankfried hat ja allgemein... Er stottert ein bisschen, sag mal so. Guten Tag. Jetzt seid ihr nicht so, ha? Guten Tag. Ich bin hier, um den Anhängern beizutreten. Die Novizenausbildung ist echt schwer. Man muss ziemlich viele Fertigkeiten lernen. Ich bin nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Wollt ihr die Prüfung für Novizen ablegen? Ja. Also gut, hört euch meine Fragen genau an und wählt die korrekte Antwort. Der große Zerstörer war das erste Omen für die Vernichtung der Welt. Was wird wohl das zweite sein? Zerstörung? Sintflut. Ganz genau. Deshalb haben wir die Pyramide errichtet. Damit wir alle überleben, wenn die Welt überflutet wird. Eure Novizenausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Sprecht mit dem anderen Professoren, um die Prüfung fortzusetzen. Wollt ihr die Prüfung zu Novizen? Ja. Also gut. Hört euch meine Frage genau an und wählt die korrekte Antwort. Bevor er die Welt vernichten kann, muss der große Zerstörer etwas tun. Und das wäre... Die 5 Schlüssel sammeln? Ja, ganz genau. Hinter dem Begriff Schlüssel verbirgt sich bestimmt noch etwas anderes. Doch was die Zahl 5 betrifft, ist der Prophet ganz unmissverständlich. Eure Novizenausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Sprecht mit den anderen Professoren, um die Prüfung fortzusetzen. Wollt ihr die Prüfung für den Novizen ablegen? Ja. Also gut. Hört euch meine Frage genau an und wählt die korrekte Antwort. Der große Auge ist das Symbol des großen Zerstörers. Es ist in unserem wertvollsten Schatz graviert. Was ist für... Excalibur und One-Up-Pilz. Und das andere konnte ich nicht lesen, aber wäre da jetzt ein Triforce gestanden, hätte ich es voll gefeiert. Ich weiß aber gerade nicht. Der Zeitstein wird tatsächlich an der Spitze der Pyramide aufbewahrt. Der Prophet hat ihn kurz nach der Großkatastrophe nicht weit von Smog entdeckt. Gratuliere, ihr habt die Prüfung für Novizen bestanden. Doch das ist erst der erste Schritt. Um ein Anhänger zu werden, müsst ihr ins Sturmtal gehen und den Alpha besteigen. Auf den Gipfel des Alpha müsst ihr einen ganzen Tag lang vor unserem Symbol des großen Auge meditieren. Erst dann seid ihr bereit, den Anhängern beizutreten. Berg besteigen? Ja, toll. Ich will speichern, Ich will nicht, dass mein PC jetzt irgendwann gleich abstürzt. Dann alles weg ist. Alles. Meine eigentliche Tonaufnahme. Obwohl. Die Aufnahme selber könnte auch weg sein. Und wir haben schon 2 Stunden geschafft. Und die werde ich jetzt nicht nur nachspielen, weil... Gut, wie komme ich bitte nach oben? Welchen Berg? Ja, hier. Der sieht so speziell aus. Ha, Sturmteil. Ha. Ich kenne euch. Lange nicht gesehen.
Was macht ihr hier? Wir nennen diesen Ort Sturmtal, aber der Sturmwächter war schon seit einer Ewigkeit nicht mehr hier. Es gab jemanden, der versucht hat, den Sturm wieder zu entfachen, aber er ist dabei gestorben. Egal, wie ihr wisst, tut das nichts zur Sache. Auf dem Gipfel der Alpha findet ihr einen Tempel, der den großen Zerstörer gewidmet ist. Außerdem gibt es in der Ecke so ein altes, faustes Dingster. Sieht aus wie eine Art Maschine mit Flügeln. Komisch, oder? Ich frag mich, wofür es gut ist. Ja. Wir werden mit ihren Kollegen hier sprechen. Auf dem Gipfel des... Oh, ihr seid also der neue Novize? Man hat mir gesagt, ihr würdet kommen, um eure Ausbildung abzuschließen. Nehmt euch in Acht, der Alpha zu besteigen ist ausgesprochen gefährlich. Schließlich wollen wir keine schwachen Anhänger haben. Nur die Besten verdienen sich einen Platz in der Welt nach der Vernichtung. In einer Egal. Boah. Endlich! Dann sage ich jetzt halt vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Part von Evolent 2. Tschüss, euer